Herzlich willkommen auf dem 10. Extremwetterkongress. Jetzt geht es um den Medienpreis für Meteorologie und es geht auch um dieses Bild. Das ist das Bild des Jahres, das wir jetzt auszeichnen werden. Und bevor wir das gleich tun, begrüße ich auf der Bühne ganz herzlich Nico Renkosik. Nico, komm zu mir. Herzlich willkommen. Mit einem Applaus kommst du auf die Bühne gestürmt. Nico, du machst ganz viel in der Meteorologie. Das große Wetterturnier, über das wir auch gleich noch reden werden, denn es wird auch um den Preis des Synoptiker des Jahres gehen. Da bist du ganz stark involviert, lange dabei. Und du bist eben auch von Herzblut Meteorologe. Ich weiß, du hast natürlich lange Zeit auch die Kollegen Sven Plöger betreut, beispielsweise in München. Und das machst du heute noch, aber nicht mehr in München, sondern der Bogen ist eben, jetzt bist du in Hessen unterwegs, beim Hessischen Rundfunk. Und willst du einen ganz kurzen Satz sagen? Wie ist die Arbeit? Wie arbeitet man dort? Also ist das ähnlich wie in München? Ist das alles Hochgeschwindigkeit jetzt? Wie läuft das so? Es ist natürlich ein bisschen anders. Also wir waren vorher eine kleine dynamische Firma und sind jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelandet, in einem größeren Laden. Und da muss man sich natürlich erstmal so ein bisschen einfuchsen. Ja, aber es hat sich alles eingespielt. Ja. Also die Kollegen sind zumindest im Fernsehen noch zu sehen. Also irgendwas scheint stabil zu laufen und geblieben zu sein. Wir gucken mal, ob wir Markus dazu schalten können, ob er da ist. Unser Preisträger für den Medienpreis für Meteorologie. Dieser gute Mensch hat nämlich dieses Foto hier gemacht. Ich nehme das noch mal so ein bisschen größer ins Bild, damit das noch mal alle so ein bisschen sehen können. Das ist natürlich Musik. Ja, das ist auch sehr schön. Das ist natürlich der ganz große Jackpot, so einen Tornado zu fotografieren, irgendwo in den Great Plains unterwegs zu sein und dann plötzlich kommt aus dem CB heraus diese Wolkensäule. Wunderbar auch noch angeschienen von der Sonne, die sich da auch noch mal dramaturgisch hervorragend platziert hat. Und wir gucken mal, ob Markus uns hören und sehen kann und ob er sich eingewählt hat. Danach brauchen wir, das ist dann für die Regie wichtig, auch noch Georg Haas. Und wir gucken mal, ob Markus ist da. Gut, wir holen dich dazu. Markus, ich grüße dich ganz herzlich. Moin. Moin nach Hamburg. Moin nach Hamburg. Oh, du hast ein schönes Plakat im Hintergrund. Das ist natürlich spitzenmäßig. Ja, vielen Dank. Und da ist noch eins. Mann, du hast dich vorbereitet für die Schalte. Also, mein Lieber, auf diesem Wege ganz herzlichen Glückwunsch zum Medienpreis der Meteorologie in der Kategorie Bild des Jahres mit einem donnernden Applaus aus Hamburg. So sieht's aus. Der Preis geht an dich. Vielen, vielen Dank. Ah, halt nochmal hoch. Die Urkunde, so sieht sie aus. Für alle die auch mal gute Fotos machen möchten. Also, wer die Gelegenheit nutzen möchte, sich vielleicht noch einen guten Fotoapparat zu kaufen, um ein Bild des Jahres zu produzieren, der es richtig gut macht, landet am Ende hier auf der Bühne und beim Extremwetterkongress. Markus, willst du uns einen ganz kurzen Moment erzählen, wie das Foto entstanden ist? Das mache ich gern. Jetzt muss ich mal kurz den Bildschirm freigeben. Das geht sofort weiter. Ja. Also, ich bin ja schon relativ lange auf Gewitterjagd und auch nach 17 Jahren Gewitterjagd ist es ja noch so, dass der Faktor Glück eine ganz große Rolle spielt. Und das war auch an diesem Tag so. Ich hoffe, man kann den übertragenen Bildschirm nun sehen. Ja, hervorragend. Genau, also so hat uns die Szenerie quasi dann erreicht, oder wie die Szenerie. Und wir waren erstmal ganz zufrieden, so vom Licht her und so weiter. Das sah ganz nett aus. Und dann staunten wir aber nicht schlecht, als sich dann hinter uns diese schöne Trichterwolke bildete. Und auch jetzt, wie man hier sieht, in diesen Sonnenstrahl noch reinkommt und da angeleuchtet wird. Ja, und ab da kochten dann auch die Emotionen so langsam etwas höher, weil das konnten wir, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Genau, also die Krise haben wir im positiven Sinne dann bekommen. Und ja, da haben wir das Making-of des Bild des Jahres. Dieser Moment wird für uns alle immer in Erinnerung bleiben. Das warst du da rechts im Bild? Du warst der da rechts eben fotografiert hat? Genau. Und es ist ja tatsächlich gar nicht so schwierig, auch für erfahrene Kameraleute, vor lauter Emotionen die Kamera stillzuhalten, wenn man sowas sieht. Aber hier ist es einigermaßen geglückt. Es sind nicht die verwackelten Bilder, die man sonst hat, wo man nicht weiß, was ist es gewesen. Hier sieht man auch noch mal in der Rotation den Aufwind hier. Das ist schon gewaltig. Dann, wie viel der Tornado ist das gewesen? Ah, das müsste der tatsächlich erst fünfte gewesen sein. Ach ja, das ist aber auf jeden Fall der schönste. Ja gut, nö, das ist erst der fünfte, das ist ja schön. Du weißt, dass ich ein großer Nichtflieger bin, man kriegt mich ja nicht in ein Flugzeug rein. Insofern war ich ja sehr dankbar, dass einer von diesen Tornados aus Oklahoma bis nach Hamburg mal gekommen ist und direkt vor unserem Fenster entstand. Also insofern ist mir nur einer vergönnt geblieben bisher. Aber dieses ist ein besonders schönes Exemplar. Tausch noch mal den Bildschirm, komm noch mal wieder mit dem Gesicht zu uns und dann schalten wir dich sozusagen noch mal bildmäßig dazu. Also das Ganze ist auch auf YouTube zu sehen offensichtlich. Das hast du uns damit auch noch mal gezeigt. Wer also die
komplette Fassung im Loop bei sich zu Hause ständig im Hintergrund laufen lassen möchte, kann das tun, wenn er möchte. Also nochmal großen Glückwunsch an dich für den Medienpreis für Meteorologie 2020 für das Bild des Jahres. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die Auszeichnung. Viele Grüße nach Hamburg. Vielen Dank. Auf bald und dir alles Gute auf dem Weg und gutes Glück für die nächsten Tornados, die da kommen mögen. Dankeschön. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Wir kommen zum Synoptiker des Jahres. Das ist die ganz hohe Kunst der Wettervorhersage. Menschen, die dabei sind, müssen nicht nur Geduld haben, sie müssen auch Wettervorhersagen gut machen können, ein Gespür für den Ort entwickeln und sie müssen auch die Hartnäckigkeit haben, dabei zu bleiben. Ich glaube, das alles gehört irgendwie dazu. Möchtest du uns ein bisschen was erzählen über das Wetterturnier, das du ja leitest? Ja, sehr, sehr, sehr gerne, weil ja auch jeder dazu eingeladen ist, auch mitzumachen und es Spaß macht. Also es ist jetzt gleich wieder in ein paar Stunden um 17 Uhr ist wieder Einsendeschluss fürs Wochenende. Also jeden Freitag wird bei uns beim Wetterturnier getippt für Samstag und Sonntag das Wetter. Mittlerweile in 5 Städten, also seit 2005 ist das so. Für Berlin, Leipzig, Zürich, Wien und Innsbruck kann man das Wetter vorhersagen fürs Wochenende. Und das eben schon seit vielen Jahren. Und im Rahmen dieses Wetterturniers, da wird eben jedes Jahr ein Synoptiker des Jahres gewählt. Und da kann eben die Community entscheiden, was für sie persönlich das Kriterium ist, weshalb jemand jetzt fällt Synoptiker der Extremwetterkongress auseinander. Oh. Das müssen wir hier, das ist, guck mal hier, da weiß der Kleber genau, wann Sendeschluss ist. Das war nämlich vor 3 Minuten. So. Ja, genau, also eben, man tippt jeden Freitag für pro Stadt, muss man 24 Werte abgeben. Und da wird ganz knallhart gemessen, ob man richtig lag oder falsch lag. Da kann man sich nachher nicht rausreden und sagen, ja, ich habe das ja ein bisschen anders gemeint. Es steht schwarz auf weiß dann im Turnier. Okay. Und jemand, der sehr lange schon beim Wetterturnier mitmacht, ist Georg Haas. Wir kennen ihn alle gut und wir gucken mal, ob wir ihn erreichen. Georg? Ja, hallihallo. Kann mich denn jemand hören? Ah, ja, wir können dich hören. Und jetzt können wir dich sehen. Georg Haas, der nette Kollege von Sat.1, wie schön, wir haben dich in den letzten Tagen immer wieder mal... Hallo, schön, euch auch jetzt hier zuzuhören und euch zu sehen. Ich habe jetzt so geschwitzt wegen der Technik. Jeder, der mich genau kennt, der weiß Georg und Technik, um Gottes Willen. Und jeder, der mich kennt, weiß, jetzt bin ich total erleichtert. Ja, also es funktioniert offensichtlich. Oh. Und du hast dahinter schon technisch aufgeschrieben, worum es dann wahrscheinlich gehen wird. Also irgendwie rauszoomen und mit Wind im Hintergrund vielleicht auch die Zoom-Schalte oder so. Aber es hat alles gut geklappt. Rückflug hast du gestrichen, wie ich sehe. Also den willst du nicht mehr machen. Ja, ich bin ja schon wieder da. Ne? Ja, hervorragend. Ich wäre ja total gern bei euch gewesen jetzt die Tage. Und ich habe ja so tolle Sachen jetzt auch zwischendurch bei euch, so zwischen den Sendungen gehört. Und ich muss echt sagen, da blutet mir das Herz, nicht beim EDK direkt zu sein. Und auch wirklich das persönliche Miteinander ist ja auch etwas, was so viel wert ist. Man kann nur hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder ein EDK haben. Und zwar abseits dieser ganzen Corona-Thematik, dass wir da wirklich durch sind. Aber muss halt schauen, wir müssen halt mal schauen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Also der Andreas Kollmohr leidet ja auch schon. Vielleicht machen wir eine meteorologische Selbsthilfegruppe bis nächstes Jahr und dann kriegen wir das alles wieder hin, treffen uns hier wieder. Ja, ich habe heute auf Health TV erzählt, dass Kürbissuppe gut gegen Depressionen sei. Ah ja, guck, ja, das ist ja schon mal ein sehr vernünftiger Ansatz. Also, ich habe mir gestern sowas reingewirkt und schaue es fröhlich. Oh gut, also gut, dann ist die Seele besser, aber der Magen dreht sich vielleicht. Also du kannst mal gucken, was funktioniert. Wir haben jedenfalls für dich heute etwas vorbereitet. Es liegt hier bereit für dich. Es ist nämlich ein ganz spannender Moment. Du bekommst heute den Medienpreis für Meteorologie in der Kategorie Synoptiker des Jahres. Du stehst nicht nur vor der Kamera. Du erzählst nicht nur der Öffentlichkeit über das Wetter verständlich und unterhaltsam, sondern du gehörst auch zu den besten Meteorologen in diesem Lande. Das freut uns natürlich sehr. Denn wer vor der Kamera steht, in der Meteorologie unterwegs ist und Menschen über das Wetter berichtet, der sollte idealerweise davon auch richtig viel Ahnung haben. An dieser Stelle ein Applaus für all diejenigen, die hochkompetent jeden Tag das Wetter in die Öffentlichkeit tragen. Und dazu gehörst du, mein lieber Georg. Herzlichen Glückwunsch für den Medienpreis des Jahres in der Kategorie Synoptiker des Jahres. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist für mich eine ganz, ganz besondere Auszeichnung, weil ich ja aus der Wetterturnierriege weiß, wie stark da das Teilnehmerfeld ist. Frank, neben dir steht einer der wirklich absoluten Spitzenleute, Nico Renkosik, mit ihm habe ich ja für die ARD-Wetterkarte viele Jahre hin und her jongliert. Und das sind ja nur ganz, ganz wenige Zehntel, die am Ende den Unterschied machen. Und ist für mich natürlich eine Riesenfreude und eine Riesenehre, wenngleich ich auch klar weiß, dass
diese Ehre auch viele andere an dieser Stelle verdient hätten, die wirklich auf Augenhöhe sind mit der absoluten Spitze. Und man darf an dieser Stelle, darf ich vielleicht auch noch mal ganz erwähnen, sozusagen das Besondere an diesem Preis in diesem Jahr ist, dass es das erste Mal ein Folgepreis ist. Denn du hast nicht nur in diesem Jahr den Synoptiker des Jahres bekommen, sondern du bist auch im letzten Jahr der beste Meteorologe des Turniers gewesen. Also an dieser Stelle tatsächlich Chapeau, unser Respekt aus der Community der Meteorologie. Du hast da richtig gute Arbeit geleistet. Mach weiter so. Meine persönliche Empfehlung wäre, lass es jetzt mal ein Jahr schleifen und ein paar sortierte Fehlvorhersagen würden dem Turnier jetzt sehr gut tun. Also, auf und insgesamt ist es ja schon sein vierter Preis. Es ist nämlich schon dein vierter, weißt du. Und wir versuchen jetzt nochmal Silber und Bronze vielleicht auch zu drucken, damit also noch mehr Menschen ausgezeichnet werden neben dir. Hervorragende Arbeit, der goldene Rahmen sei in diesem Jahr deiner. Du bist ein Sympathieträger in der Öffentlichkeit bei Sat.1, ein guter Mensch und ein ausgezeichneter Meteorologe. Herzlichen Glückwunsch an dich, mein Lieber. Und, ich danke dir, lieber Frank, und kann dir das auch direkt 1:1 zurückgeben.